Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 6.5.2021? Und die Mieze, die uns hier schon die ganzen Tage begleitet, die hat zum Mittwoch nun große Augen machen dürfen. Denn unser DAX, der hat sich hier einmal voll durchgedrückt. Also, ja. Wo fangen wir an? Wir haben viel gezeichnet, viel gemalt, über viele Punkte gesprochen. Das Allerwichtigste war mir ja eigentlich gewesen, dieser Range-Bruch und dass er drunter bleibt. Ich fand ja, trotz dass er ja, also zunächst Aufwärtsgap-Stärke, ich glaube, das war für jeden erkennbar, dass da erstmal nicht direkt viel Druck kommt, ne? Das hat da eigentlich, das hat da, finde ich, klar gespielt gehabt, ne? In dem Bereich hier oben, so um die 1570, um die 1570 rum, muss ich allerdings sagen, dass er schon aussah, als wenn er wegkippt. Also, ich hätte ihm in dem Moment das durchaus zugetraut, dass der sich auf rote Kerzen runtertritt und hier wieder einen langen Latz runtermacht, Gap zumacht und so weiter. Das war in dem Moment schon meine Erwartungshaltung und ich glaube, der haben sich auch mehrere angenommen. Wenn man, also, was heißt, der meine Erwartungshaltung angenommen, sondern so haben andere auch gedacht, wenn, so wie der dann nämlich durchgedrückt hat, der hat er hier auf jeden Fall nochmal richtig Stops durchgejagt und auch rausgetreten halt. Ne? Also, ich glaube noch nicht, dass er da alle erwischt hat, so wie er sich jetzt hier hinten raus nochmal hochgezogen hat, aber das ist ja schon fast ein kompletter Konter gewesen. Aber es ist kein vollständiger und es ist vor allen Dingen auch nur ein Teil. Also von der Bewegungsspanne haben wir einen kleinen Teil gesehen von dem, was wir den Tag davor hatten. Das dürfen wir nicht vergessen, das ist wichtig. Das ist nämlich wichtig in dem Moment, wo er jetzt fällt, also wenn er fällt. Weil wenn er jetzt fällt, ohne das hier komplett rauszunehmen, drüber zu machen, dann hat er ja letztendlich ein tieferes Tief ausgebildet und ein tieferes Hoch dann. Und dann wird es unten raus schon nochmal wackelig. Aber ich würde mich persönlich hier ein bisschen zurückstellen jetzt einfach. Negative Chartlage und so weiter und so fort. So nervig das ist, aber der steht jetzt halt echt wieder in der Range drinne. Und in der Range steht er jetzt in der Range. Ja, das heißt, für mich ist der unterhalb von 15.110 ist der gefährdet. Wenn er da jetzt wieder drunter klopft, ne? Also ich habe hier auch einen Short reingeladen, den haben wir auch erstmal wieder zurückgestellt, weil nachher lädt er hier gerade oben durch, da will ich nicht mehr drin sitzen, da will ich nicht bei 15.400, 15.500 sonst wo mit drin sitzen oder sonst wo ein neues Allzeithoch, sondern mich erstmal zurückstellen. Kann mir immer noch wieder einen Short gönnen, wenn er dann doch wieder drunter macht. Und ich finde momentan, dass er wirklich hier aussieht wie... Nee, er sieht nicht so aus, aber ich möchte das gesagt haben, wenn der hier wieder drunter geht, dann steht dieses fallende Hoch einfach drin und das fallende Tief. Und dann würde ich schon sagen, unterhalb von 15.115 sollte man dann respektvoll rangehen, weil der steht ganz, ganz, ganz schnell auch wieder hier unten und macht das Gap zu. Dann halt, ne? Also da würde ich schon so sagen, so bis unter 15.115, ja, schon unter 15.115, 15.100, würde ich sofort immer wieder die Risikobrille erstmal aufsetzen, weil das kann auch schnell gehen halt, ne? Man hat das auch zum Mittwoch jetzt gesehen, da waren mal ganz schöne Stöße drin halt, ne? Auch in den anderen Indizes. Also da gibt es schon Leute, die mal eine größere Position auch jetzt auf die Sell-Taste drücken, auch wenn hier wieder hochgezogen wurde. Also für mich ist das Risiko noch nicht ganz raus. Wir müssen aber jetzt hier eben drüber sprechen, wir sind jetzt wieder in der Range. Wir sind jetzt wieder in der Range. Wir haben eine fette grüne Tageskerze hingestellt, fetter als ich es erwartet hätte. Also das hier wäre meine favorisierte Route gewesen. Ich glaube, wir haben auch über Prozente gesprochen und Chancen. Also das war meine favorisierte Route. Die hätte ich am ehesten gekommen. Viele von euch haben das kommen sehen, dass er das auskontert, weil er das oft gemacht hat die letzten Tage. Ich persönlich hätte mich... Ich hätte mich damit mehr identifiziert bekommen halt, ne? Aber so ist es halt, ne? Mir könnt es nicht immer aussuchen und manchmal muss man es einfach nach dem Kerl richten. Er sich halt einfach nicht nach uns richtet halt, ne? So, und jetzt steht er hier oben. Zum Donnerstag würde ich hier oben ganz gerne ein bisschen was manipulieren an dem Trigger, den wir hatten. Ich würde gerne ein bisschen höher schieben. Im Bereich um 230, 250. Weil das letzte Hoch, das ist mir jetzt schon recht wichtig. Es würde mich nicht wundern, wenn der zum Donnerstag hier nochmal kurz nach oben rausstellt, früh. Weil erfahrungsgemäß hauen hier viele gegen die Bewegung, die gehen noch nicht raus am Abend. Ne? Weil die sind sagen, naja, dann haben sie vielleicht den Stopp rausgenommen, dann wieder rein, dann wieder verschoben, dann wieder dahin. Total unsicher gewesen und haben aber zum Abend dann schon realisiert, dass das scheiße gewesen ist, was sie gemacht haben und dass das auch wehtun kann. Und wenn er dann am nächsten Tag weitermacht, dann gehen die Positionen oft raus und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er da oben nochmal einer reinschlägt und würde dann denken, dass er dann hier unten das nochmal probiert. Ich glaube, der probiert das nochmal an der 15.110. 15.985
Und wenn er sich darauf stabilisiert bekommt, wenn er das, oder ich sag mal so einen kleinen Ausflug, vielleicht die 15, 70, so, das wäre noch okay. Wenn er sich aber dann stabilisiert bekommt und eine harte grüne Kerze nach oben hinstellt, dann läuft er uns oben raus. Ja, dann zieht er hier das Ding durch, was wir gestern gesagt haben, hier von wegen Channel und wenn er unten eben jetzt zu stark hochkommt, dass er dann einfach durch den Channel springt, oben drüber macht und raus, dann macht er das. Na, dann ist das so. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt oben an die 15.230 springen und dann nochmal unten die 15.100, 15.85 probieren, also 15.110, 15.115 da probieren. In dem Bereich, ne? 15.110, 15.115 bis 15.85, so, das ist diese Zone hier, das ist die Range Unterkante halt, ne? Bis im weitesten 15.70. Die Zahlen haben wir gestern drüber gesprochen, das sind die Tiefs hier, ne? Da kam das her. Ja, und dann wird das wichtig. Verteidigt der das nach oben, ne? Von hier kommt, dann geht er hier ran, dann schiebt er sich hier zur Seite und dann macht er hier einen langen Lutz oben raus halt, ne? Kommt irgendein Hilfspaket noch oder keine Ahnung was, ne? Dann geht es hier nochmal ordentlich raus. Biden wollte sich, glaube ich, irgendwie äußern wegen Impfstoffen, Patentrechts irgendwie aufheben. Vielleicht ist das sowas dann halt auch, ne? Dass dann, wir kennen ja diese Impfstoffkerze, vielleicht löst sowas dann auch nochmal fett nach oben raus. Weiß ich nicht. Soll auch egal sein. Es würde dann an der Stelle, aber sollte man aufpassen, wenn dann da schöner Schub nach oben kommt, ganz egal wie die Nachrichten sind. Das wäre dann eine Ausbruchsbewegung aus einer Flagge, aus einem Korrekturmuster, aus einem Trendfortsetzungsmuster dann letztendlich, was in Trendrichtung weiter ausgeht, übergeordnet aus Tagessicht kommt. Ne? Da hast du die ganze Zeit gestiegen, dann wäre das jetzt nur eine Flagge gewesen, die löst dann oben aus und dann geht er weiter. Ne? Deswegen da ein bisschen aufpassen, wir sind da sehr, sehr weit oben dran. Sollte der aber hier unten hinkommen, ist für mich Risiko. Und deswegen sind das eigentlich so die zwei Bereiche, auf die ich mich fokussiere jetzt zum Donnerstag. Kann auch sein, dass er einfach zwischendurch hin und her springt, weil er sich selber nicht entscheiden kann. Wäre jetzt nicht ungewöhnlich für ihn zum Donnerstag. Ja, sind einfach ein bisschen drin rumhampelt zwischen den beiden Marken. Aber wenn der hier drunter geht nochmal, glaube ich schon, dass der sich auch. Er hat jetzt einen kompletten Tag gefallen. Sehr, 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 sehr weit. Sehr, sehr, sehr dynamisch gefallen. Er ist jetzt einen kompletten Tag gestiegen. Nicht ganz so dynamisch. Schon eher weit, aber von der reinen Punktestrecke etwa die Hälfte von dem, was er gestern gemacht hat, oder? Wie war das hier? Kriegen wir das gemessen? Oder hängt sich da mein Rechner jetzt auf? Nee, doch, hier, spielt er mit. Wir sind runter zu, sind wir. Was waren das? 440? Und das waren jetzt hier. Naja, 240 ist nicht ganz die Hälfte. Naja, aber so etwa. Ja, und wenn er jetzt dann nach unten wieder zurückschiebt, dann hätte er halt auch den ganzen Tag Zeit für. Ne? Und ja, es ist ein bisschen. Es ist ein bisschen nervig, der Typ zur Zeit, dass der hier oben aus seiner Range rauskommt. Der klemmt da seit Mitte April drin, seit Anfang April sogar. Kriegt das nicht losgelassen. Also, Punkt, aus, Ende. Die zwei Punkte sind mir wichtig. Spricht der oben raus, wäre das für mich so ein Anzeichen von wegen Flagge und raus. Und geht er hier unten zurück, dann kriegt man hier nochmal, dann ist da noch Risiko drin, weil dann ist er wieder im negativen Chartraum, dann ist er wieder unter der Range und das wird, glaube ich, Leuten schwerer fallen zu shorten, wie das jetzt am Mittwoch vielleicht der Fall gewesen wäre, wenn er weiter gefallen wäre. Weil der wird sich dann hier so Stück für Stück in den vorherigen Bewegungen und da wissen die Leute wieder nicht, wo setze ich dann meinen Stopp, wo steige ich denn jetzt überhaupt ein? Dann steigen sie unten wieder direkt am Tief ein. Was macht er? Der kommt vom Tief erstmal wieder direkt hoch, läuft zurück und dann zurück. Also, das würde schon auch für einen DAX passen. Das muss man schon sagen halt. Ne? Deswegen würde ich ganz klar sagen, unter 15.1, 15, 15, 85, für mich noch das Risiko, durchaus mit Chance auf 14.965, 14.910, aber oben die Zone, ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie kommt, vielleicht gleich früh, na, also sich erstmal hochstößt und dann gegensträubt, dann richtig runter macht, mit Amerikanern nochmal hoch anzieht, gucken mal. Ja, aber spannende Situation. Im Tagesschart, wir gucken mal besser rein, das kriegt man so nicht ganz so gut erklärt, was da jetzt passiert ist. Ist aber eine deutliche Gegenreaktion zu sehen. Und dann muss man auch schon sagen, erinnert das, ich tue mich schwer damit, muss ich sagen, das als Flagge reinzuzählen, weil es mir zu steil ist. Die gelingen auch dem DAX eigentlich nicht dann, wenn die so steil sind. Es wären meistens keine Flaggen, die kommen flacher am DAX. Aber es ist schon mal ein Konter. Das ist eine Inside-Kerze, also ein Inside-Day.
Nein, der Kerzenkörper ist in der vorherigen Kerze, das heißt, das ist immer noch die Signalgebende. Wichtig ist, wann geht der DAX per Tagesschluss über die Kerzeneröffnung oder über das Kerzentief, dann gibt es ein neues Bewegungssignal in die jeweilige Richtung. Das heißt, aus Tagessicht könnte man jetzt hier sagen, Tagesschluss über 15.32, dann wäre jetzt ja auch im 2-Stunden-Chart außerhalb unseres Trends, wäre ein Long-Signal, ein Kaufsignal Richtung 15.54 und mehr. Oder ein Tagesschluss unter 14.900 würde jetzt nach unten weiter antriggern und dann halt auch schon eher hier in das Zöhnchen rein, beziehungsweise vielleicht sogar auf die Linie drauf, hier die 14.300 rum. Also wir haben schon nach unten angerissen. Das ist noch nicht so, das ist ein schöner Konto gewesen, aber es ist mir noch ein bisschen zu früh, um das jetzt zu positiv zu werten halt, ne? Auch wenn es definitiv ein aus meiner Sicht für mich eher unerwarteter starker Konto gewesen ist. Hätte das nicht gedacht, dass es sich schon so stark zeigen kann. Ne, aber wirklich Stärke, Umkehr und so weiter, da fehlen ihm halt ja noch 50, 60 Punkte, um das zu beweisen. Aha. Von daher wäre es jetzt auch nicht wunderlich, wenn das jetzt so ein bisschen wie diese Story hier wird, das kennen wir ja, haben wir schon mal gesehen, ne, dass er dann einfach das Ding auch wieder rausnimmt. Halt, ne, hier. Zack, komplett aus, kommt dann wieder zurück. Also gerade dieses, ne, hoch und wieder aus, das kennen wir aus dem DAX in den letzten Wochen, Monaten auch zu Genüge. Ja, und von daher bin ich da noch nicht so ganz so, dass ich sage, hey, jetzt hier alle Leinen los, auf geht's zum Allzeithoch, da würde ich gerne eine Tageskerze noch abwarten wollen. Und wenn die über 15.32 schließt, dann aus Tagessicht Tendenz aufwärts, Chartlage wieder positiv, und gib ihm long. Wenn er aber das jetzt wieder nach unten wegdreht und ihr vielleicht eine rote Tageskerze sogar hinterstellt, dann ist das Ding noch in Bewegung. Diese Bewegung, die läuft dann noch, die sind nicht fertig. Na, dann kommt da bestimmt auch nochmal ein neues Tief. Von daher, das bleibt spannend. Es ist ein harter Konter, aber es ist kein Bären-K.O. gewesen. Also sie haben sich eindrucksvoll gezeigt, dass sie da sind, die Käufer, aber sie konnten hier nicht jeglichen Zweifel aus dem Chart rausräumen. Ne? Und das zeigt auch, dass die Stärke nicht ganz so erheblich war, sonst hätte man ein richtiges V bekommen. Das haben wir nicht. Noch nicht. Das haben wir noch nicht. Ja, gut. Also, guckt mal ein bisschen auf die zwei Bereiche. Ich glaube, damit hat man zum Donnerstag schon viel gekonnt. Und dann gucken wir mal, wie die Story hier weitergeht. Ich möchte das noch nicht abschließen. Das riecht mir schon noch danach, wie als ist der hier noch nicht fertig mit der ganzen Nummer. Es riecht einfach so ein bisschen. Es riecht ein bisschen, wie als war hier irgendwo ein Fake drin. Entweder war es der Fake und er macht wirklich die richtige Luzi nach außen, also geht hier drüber und macht dann die Newskerze oben raus. Ja. Das muss aber nicht beiden sein. Ne? Ich habe das vorhin so gesagt, das nimmt das bitte nicht so ganz so ernst. Da kann kommen, was es will. Da muss auch nicht mal eine Nachricht kommen. So, manchmal kommt das dann hinterher und man nimmt dann irgendwas, was man gerade findet halt. Ne? Wenn die Redaktionsbüros nichts zu berichten haben, weil sie nichts finden, weil der Markt einfach nur kauft oder verkauft das, was den ganzen Tag macht, ohne dass eine Nachricht kommt, dann wird das irgendwas genommen und am Ende sagen die Leute, ach so, ne, das hätte ich ja nicht gedacht, dass das so viel ausmacht. Ne, aber achtet da einfach ein bisschen drauf. Ne? In dem Moment, wo hier oben rausgeht, ja, dann wäre das einfach der Fake gewesen, der Fehlausbruch. Ne? Und dann geht es hier jetzt richtig ab. Und der ist hier noch nicht fertig halt. Ne? Drückt sich hier wieder runter, schiebt sich hier Stück für Stück lang und dann zieht er in sowas rein. Ja, aber es ist schon noch spannend. Also riecht mir ein bisschen nach unten, aber ich glaube schon, dass wir hier mal anklopfen, dass er das probiert. Ja, ich glaube, er probiert es oben und unten. Ne? Also versucht beide Sachen zu spielen. Ja, das wäre maximale Verwirrung. Und dann könnt ihr sich aber gleichzeitig auch gut vorlegen. Ja. Gut, ich mache damit hier aus. Wünsche euch Spaß, viel Erfolg. Wir hören uns dann morgen wieder. Und ja, genau, ein Video haben wir noch für den Freitag. Und ja, viel Erfolg euch morgen. Ciao.